Moin zusammen, wie versprochen heute die Anleitung zu unserer Challenge, bestehend aus Kniebeugen, Sit-Ups, Supermans und Liegestützen. Ziel ist es, so viele Wiederholungen wie möglich von jeder dieser Übungen zu machen. Ihr werdet gleich auch verschiedene Varianten dieser Übung mitbekommen, damit auch jeder seine eigene Variante zu seinem passenden Fitnesslevel erfährt. So, für den Anfang, gerade wenn ihr Anfänger seid, versucht euch vorher aufzuwärmen und dazu sind zum Beispiel Hampelmänner eine gute Variante. So, mach mal 50 bis 100 Stück, dann sollte der Kreislauf warm sein. Wenn ihr noch irgendwelche Vorverletzungen habt oder Verspannungen, könnt ihr natürlich gerne noch ein bisschen stretchen, bevor ihr loslegt. Ansonsten starten wir mit Kniebeugen. Wir gehen ungefähr schulterbreit mit den Füßen. Wir gehen runter, solange wir uns noch in den Gelenken stabil fühlen und solange die Füße komplett am Boden bleiben können. Der Rücken bleibt dabei gerade. Beim Hochkommen machen wir einen Stampftritt nach vorne. Für diejenigen, die ein bisschen höheres Fitnesslevel haben und zu viele schaffen, ihr könnt auch gerne Jump Squats machen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Oder wenn wir das ein bisschen in der Kampfsportart machen wollen, dann gerne mit einem Caesar Kick. Und so weiter. Die nächste Übung wären die Sit-Ups. So. Die Beine sind angewinkelt. Wir legen uns auf eine Schulter. Beim Hochkommen schlagen wir zuerst mit der vorderen Faust, dann mit der hinteren. Drehen den Körper, legen ihn auf die andere Schulter ab. Wieder vordere, hintere Hand und wir wechseln fort. Wer es ein bisschen schwer hat, der kann natürlich kurze Sit-Ups machen. Er kommt also nur so weit hoch, wie es für ihn möglich ist. Und wer es ein bisschen schwerer haben möchte, der kann natürlich gerne auch Gewichte, wie zum Beispiel einen Rucksack mit ein paar Wasserflaschen auf den Bauch oder Brustkorb hängen. Die nächste Übung sind Supermans. Arme sind gestreckt, Oberkörper ist oben, Beine sind in der Luft. Der Oberkörper geht maximal nach oben, die Ellbogen, Schulterblätter gehen hinten zusammen. Von hier aus lassen wir uns wieder runter, strecken die Arme und kommen wieder hoch. Wer es ein bisschen schwerer haben möchte, kann natürlich auch hier mit Gewichten arbeiten, zum Beispiel mit Wasserflaschen in der Hand oder einem Rucksack auf den Schultern. Zum Schluss arbeiten wir mit Liegestützen. Wir starten mal mit Knieliegestützen. Wichtig ist hierbei, dass der Körper und die Beine eine Linie ergeben. Die Schultern werden leicht Richtung Füße gedrückt und damit wir möglichst gut einen geraden Schlag simulieren, bringen wir die Hände ungefähr genau unter die Schultern. Nach jedem Liegestütz können wir einen Schlag nach vorne machen. Das Ganze geht natürlich auch auf den Füßen.
Wer hier eine Herausforderung haben möchte und sagt, ich kann viel zu viele Liegestütze, kann natürlich auch hier Sprungliegestütze machen. Und so weiter. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. So viele Wiederholungen wie möglich, am besten jeden zweiten Tag, damit ihr ausreichend Regeneration habt, gerade als Anfänger. Und ja, viel Spaß. Achtet auf eure Erfolge, versucht jeden Tag eine Wiederholung mehr zu schaffen, mindestens eine. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.